Willkommen zu einer weiteren Folge Passless Woods. Eigentlich wollte ich heute gar kein zweites Video machen, aber nach der Blamage vom letzten Video dachte ich mir, nee, da musst du noch eins hinterher schicken, das geht so nicht. Natürlich sieht man oben die dicke Markierung, wo ich hin soll für die Quest. Da oben leuchtet es doch auch. Warte mal hier, da kann ich noch mal hinzeigen, da. Also es ist wirklich so, wenn ich aufnehme, ist manchmal der Wald und die Bäume und Tunnelblick und keine Ahnung. Ihr müsst das einfach mal machen, nehmt euch mal dabei auf, quatscht eine halbe Stunde. Da kommt man sich ziemlich blöd bei vor am Anfang. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Es ist. Na gut, jetzt haben wir es ja geschafft. Was ist das da oben eigentlich? Ach, da kann ich den Pausenmodus aktivieren. Okay, ich wollte an meinem Haus ein bisschen weiterbauen. Das habe ich auch schon. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Nee, Moment mal, einmal muss ich was essen. Die Feuerstelle habe ich jetzt hier drinne. Da nimmt die nämlich keinen Schaden. Und ich müsste sogar irgendwas zu essen dabei haben. Irgendwo... Nee, doch nicht. Ich dachte. Die Keulen habe ich schon alle weggeputzt. Na, das habe ich hier noch. Roasted Jam, das nehmen wir mal. Das hält nicht wirklich lange vor. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Chicken Hort. Nee, das möchte ich so roh nicht wirklich essen. Und hier musst du ein bisschen Feuer machen, sonst passiert ja nichts, Captain. Ja, wir müssen was zu essen holen. Wobei, im Moment ist ganz gut. Aber hier, das hier ist ein bisschen weit unten gerade. Das ist nicht gut. Das muss weiter nach oben. Dazu müsste ich ein bisschen mehr essen. Vielleicht was trinken. So, nimm mal mit das Ding. Moment. Zack. So, dann zeige ich euch mal, was ich gebaut habe. Ich war fleißig, ja. Und zwar sieht das jetzt so aus. Ich habe das Fundament fertig gebaut und habe die erste Etage schon mal draufgesetzt. Ne? Mit so großen zweiblättrigen Türen. Zweiertüren halt. kannst du auf und zu machen, ja? Boom. Das Geräusch habe ich jetzt gemacht. Ne? Akustik liefere ich mir noch mit dazu. Gut, und wir werden gleich ein bisschen weiterbauen, aber erstmal möchte ich zu diesem Signal hin. Wir sollen einmal zu Tudigong. Dann gehen wir doch mal zu unserem Tudigong. Ich hoffe, er frisst mich nicht wieder auf, das wäre sehr schlecht. Und das ist auch gleich um die Ecke, es ist gar nicht weit weg. Ah, okay, da ist er. Ja, ich bin da. Mhm, zeig mal, was du gefunden hast. Okay, I fixed it. Nee, das habe ich da noch nicht gesehen. That's a Chaos Fish. Meint er jetzt den ich schon... Das habe ich ja schon gemacht. Habe ich da irgendwas vorweggeholt? Das ist aber ganz am Anfang gewesen. Ja, du kannst auf mich zählen, natürlich. Chaos Fish dropped something at the center of the Lunar Well. Did you notice it? Ja, das habe ich glaube ich schon, oder? Habe ich das nicht? Das Ding habe ich sogar dabei, glaube ich. Ja, das hatte der. Not in das Items. Ja, aber das. Ja, aber das. Habe ich das nicht dabei? Ich habe das Ding irgendwie dabei gehabt. Da muss ich mal suchen, wo das ist. Irgendeiner Kiste muss das jetzt vor sich hin vegetieren. Ach Mann. Na ja, gut, schauen wir mal. Wird schon irgendwo sein. Das ist ja das, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Okay, krass. Und jetzt erst kriegt er eine Quest zu. Okay, da ist nix. Da ist nix. Da ist... Na, können wir mal sortieren. Aber das auch nicht. Ich weiß, wie das Ding aussieht. Da, das ist es. Little Lunar Well. Ja, das will er haben. Sehr gut. Guck, dass ich das nicht versaubeutelt habe, das Ding. Das wäre ganz schlecht. So, nun muss ich zu Tudigong. Und der ist nicht mehr markiert. Den finde ich doch nie wieder. Achso, warte mal. Ich hätte einen Kommentar bekommen. Ich will mal gucken, ob das klappt. Ja, cool. Also du kannst auf der Karte, wenn du jetzt irgendwo hinzeigst, drückst du E. Dann ist das deine Markierung. Na, da kannst du was markieren. Kriegst auf der Karte angezeigt. Ja, jetzt ist es gleich schon in der Nähe. Das ist sehr gut. Weil dann brauchst du nicht immer auf der Karte gucken, sondern läufst du einfach stumpf hin. Perfekt. Ach, guck mal. Wenn du die erreicht hast, dann löst er die Markierung einfach auf. Das ist gut. Ja, das schwarze Ding vom Chaosfisch. Not enough items? Have you not the fish dropped something at the center of the Lunar Well? Ja, aber das ist doch... Muss ich das direkt in die Hand geben? Oder das ist doch das Ding. Little Lunar Well can be used when... Muss ich ihm das vielleicht direkt... Muss ich das... Put down? Da ist es. Present. Ja, zeigen.
I don't need that. Wieso nicht? Du brauchst das. Das ist das, was du haben willst, oder nicht? Haven't you noticed it? The fish dropped something at the center of the Lunar Well. At the center of the Lunar Well. Ja, nur ist aber irgendwie komisch, weil hier, das heißt irgendwie alles Lunar Well. Aber da ist ja noch Nebel. Und dieser komische Fisch, der ist doch hier. Das komische Ding. Und wo war das nochmal? Wo war dieses Teil? Weil der hockt hier irgendwo und flattert hier irgendwo rum. Deliver Tudong Dragonscale. Ah, Dragonscale heißt das Ding. Habe ich das nicht schon mal gehabt irgendwie? Ja, das heißt Little Lunar Well, ja. Ach, das ist das Teil. Das ist doch diese Maschine, ja. Comes from an unsealed Lunar Well. Or to be the honest, it is the real appearance of Lunar Well. Dragonscale. Das habe ich aber auch irgendwo. Dragonscale. Also den Namen habe ich schon mal gehört. Dann schauen wir nochmal nach. Wenn ich das jetzt nicht finde, bauen wir gleich eine Hütte weiter. Das wollten die mir sowieso machen. Aber da schauen wir nochmal kurz. Ach Mann. Wer weiß, was ich damit gemacht habe. Ich meine, gut, weggeschmissen habe ich ja nichts, aber... Ja, das sind die Kisten, das sind Pfeile. Ich muss mir auch mal unbedingt einen Bogen machen. Das wollte ich unbedingt. Unbedingt. Da, Dragonscale. Jawohl, los geht's. Oh Mann, habe ich ein Glück. Mehr Glück als Verstand, der Captain. Aber gut. Glück muss auch manchmal sein. So, ich trinke jetzt mal was hier. Ich glaube, ich trinke mal was. Ja. Und ich muss mal wieder was essen, wa? So, nun kannst du auch weitergehen. Hier, Junge. Jetzt, endlich. The Black Shade. What is myriad of sparkling colors? Why does it feel some... What familiar? Ah, it's a black dragon scale. Everything makes sense now. Ja, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. This is a catalyst for the fish mutation. Effect. Allow me to cut to the chase. This is a sealed realm now as a pathless woods. In this place you come across many other lunar worlds and chaos fish. Aha. Seek out at the Lunar Worlds and bring the Dragon Scale to me. Okay, also wir sollen mehr von diesen Dingern finden. Of course. This is immortal. Was? This immortal won't just take your things for nothing. Take this. You can use it as a head. Okay, ich bekomme jetzt irgendwas und kann das gut benutzen. Here you are. This is artifact is a pair with the previous one. And also. Huh? Something is missing? I remember now. It's just discovered... A big jar champ. Oh nein. And it must have been stolen back then. Oh, jetzt muss ich irgendwie so ein Champ von den Jars irgendwie fertig machen. Okay. Okay, you need to defeat the strongest creature in this area, identified as male clucker. Das habe ich schon. And obtain the hardest body part, sharp beak, as a mining tool. Habe ich das schon alles gemacht? Can be worn on the head and its texture is quite sturdy. Perhaps you can toss it around. Ich kann es rumwerfen. Okay, wo ist das Ding? Da ist der Hut. Was kann der toll? Sun protection, das ist doch ganz nett. Durability Unlimited, das ist sehr gut. Ah, ist das süß. Ja, den tragen wir jetzt mal. Kill the male clucker to get sharp peaks. Aber ich müsste einen sharp peak haben. Schauen wir mal. Und ich muss nochmal Craft Wooden Watering Pot machen. Ich habe so ein Ding schon. Aber ich habe es nicht für die Quest gemacht. Ja. Ein sharp peak. Ja. Ja, zählt ja sehr gut. Nice, now we need a more efficient mining tool. Och, das habe ich doch schon gemacht. Wooden short handle, chicken be- Ja, ich sollte nicht immer alles vorholen. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Es wird erstmal geschlafen. Und dann will ich eigentlich erstmal mein Häuschen weitermachen. Wir machen alles so ein bisschen im Mix, glaube ich. Das macht sich ganz gut. Dann haben wir ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich glaube, ich habe... Ja, Stein habe ich noch dabei. Ich habe nämlich schon eine Idee, wie ich das mache. So, dann drücken wir mal X und gehen zu den Structures. Und
Brauche ich einmal Stone Floor. Mhm. Ja, da brauchen wir. Ich habe den Hammer doch an, du Räumel. Manchmal ist es ein bisschen komisch. Manchmal ist er ein bisschen komisch. Nehme ich ihn mal aus der Hand, packe ihn wieder rein. Aktiviere. Und dann probieren wir das nochmal. Da müsste es ja nicht gehen. Ja, genau. Okay. Mach ich mal so. Bau es an. Warum machst du es nicht? Konflikt. Hier ist kein Konflikt. Warum baust du das da nicht an? Ich dreh durch. Das ist doch jetzt. Demolisch sollte nicht. Ich habe doch Steine. Ja. Ja, manchmal ist wirklich ein bisschen. Manchmal ist noch ein bisschen der Wurm drin. Also, was man aber sagen muss: Die hauen im Moment täglich Updates raus. Und also Patches, Bugfixes und so weiter und so fort. Da sind die wirklich dran. Aber gut, das Spiel ist schon recht komplex, finde ich. Also, du kannst echt viel machen. Und dit und das. Da kann natürlich noch ganz viel schief gehen. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht macht. Ich hab doch einen Hammer. Hab doch. Ist er ein Hammer oder nicht? Mhm. Der ist so zum Bauen oder was? Bild, ja. Ja, das ist zum Wegreißen. Oder drücke ich gerade die falsche Taste oder was? Vertue ich mich gerade? Vertut sie das Spiel oder vertue ich mich? Wahrscheinlich vertue. Nee, irgendwas hat er. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Ich werde mal kurz speichern, nochmal neu laden. Mal gucken, ob sich da was tut dann. Also ich glaube, das war jetzt mein Fehler. Das Ding ist nicht zum Bauen von... Das ist einfach nur eine Waffe. Ich habe gedacht, habe ich damit nicht schon... Ich habe damit doch schon... Habe ich anscheinend nicht. Ich habe mir jetzt einen Stonehammer hergestellt. Habe gesehen, ich habe noch einen. Jetzt habe ich zwei. Gut, mein Fehler. Kann passieren. Das kann sehr gut passieren. Also können wir jetzt fröhlich weiterbauen. So, erstes Teil habe ich schon rangesetzt. Zum Testen. Und da gehen wir einmal schön rum. Das Gute ist, ich müsste jetzt eigentlich auch geschützt sein vor Regen. Das trifft sich gerade sehr gut. Und jetzt seht ihr auch mal Regen in Aktion. Also für die, die das Spiel nicht spielen. Die, die das gerade spielen, die kennen das ja schon. Ich habe bis jetzt auch noch nicht mehr gehabt als... Ach, ich bin da draußen. Dann war ich doch im Regen. Da war ich doch nicht im Trockenen. Ah, Mann. So, gehen wir einmal schön rum. Ich finde das sehr gut, diese Ansicht auch, ne? Also, dass das dann gewechselt wird. Das macht's schon einfacher. Man kann natürlich auch zurückwechseln, aber... Halt, der sitzt nicht richtig. Ich finde, das macht's schon einfacher. So, einmal schön rum. Ich hoffe, ich habe genug. Ich habe jetzt wirklich viele Steine gesammelt, aber ob die reichen, wir werden sehen. Ich bin mir so sicher, dass ich mit diesem Hammerschwert gebaut habe, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe den mal wahrscheinlich jemand anderen gehabt und dachte, ich benutze den dafür. Gut, das haben wir schon mal. So, jetzt ist es natürlich so, das steht hier so über. Ja, ein bisschen langweilig. Man könnte das jetzt abfangen mit so Stäben, hätte ich bald gesagt, mit so Pfosten. Aber das macht sich ein bisschen schlecht, weil wenn ich jetzt so ein Ding hier nehme und baue es hier hin. Ja, guck mal, da hätte ich ganz gern ein bisschen eine andere Sicht. Ah, das sieht ein bisschen doof aus, weil das so übersteht. Und das werden wir auch so nicht machen. Ich nehme diese Dinger hier. So, da brauche ich mal eine andere Sicht. Zack, gehen wir wieder zurück auf die Sicht. So, und zwar, das wird einmal skaliert mit Alt. Machen wir den ein bisschen kleiner. Dann rotiere ich das Teil einmal. Wie sitzt das jetzt? So rum. Und ich muss noch einmal, warte mal. Ich muss es noch einmal drehen. Und nochmal drehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja. Nee, warte mal. Ich habe das doch groß skaliert. Warte. Ja. So. Aber da wollte ich noch gar keinen hinhaben. Also auf jeden Fall kommt da an jeder Ecke einer hin. Und da kommt er schon mal nicht hin. Ja, warte mal, jetzt muss ich ihn ja... Ja, mache ich erstmal den auf die Seite. Sonst muss ich es ja immer wieder drehen. Das kann ich mir ja sparen, ne?
So, jetzt drehen wir das Ganze. Genau, dann kommt er hier auch ran. Und er wird zwischendurch auch noch abgefangen. Im Optimalfall immer im gleichen Abstand. Ob das klappt, weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja, und obendrauf soll dann... obendrauf soll dann mit Holz gearbeitet werden. Mal gucken, wie sie das macht. Und zwar mit dem Guten, hätte ich jetzt bald gesagt. Nee, da war irgendwas falsch. Wo habe ich das denn jetzt hingeknallt? Wo ist denn das jetzt hin? Ich habe es nicht gesehen. Naja, irgendwann werde ich schon wiederfinden. Ja, das ist jetzt... Ja, das ist jetzt richtig. So. So, sind wir einmal rum? Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Okay. Was wäre denn jetzt der Abstand? Wenn ich jetzt zwei mache, das heißt zwei auslasse, das wäre dann hier. Dann kommen wir hier an. Das sieht aber wahrscheinlich ein bisschen doof aus, direkt an der Tür. Und irgendwie, ja, er macht halt auch nicht hier. Dazu müsste wahrscheinlich das hier komplett sein. Das geht nicht. Man könnte also hier einmal noch setzen. Nee, kannst du auch nicht. Ist mit der Tür schwierig. Es geht gar nicht anders. Du kannst das gar nicht anders setzen. Was man vielleicht noch machen kann. Vielleicht geht das. Wenn man den da hinsetzt. Ist das so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, minimal, ne? So ein bisschen verstärkt wird an der Stelle. Ist das so ein bisschen... Naja. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber kann ich vielleicht jetzt das Ding da hinstellen? Kann ja sein, dass das was gebracht hat. Nee, warte mal. Mach mal andere Sicht so. Und jetzt drehst du das einmal. Nee, du kriegst das hier nicht vernünftig ran. Also hier wäre das ja kein Thema. Weiß nicht, könntest du natürlich auch hier jeden Dings hin machen. Puh, ob mir das dann zu viel ist? Eigentlich nicht. Dann muss das ja schon schön abfangen, ne? Ja, das überlege ich mir, ob ich das hier so mache an allen Ecken. Wahrscheinlich ja, ne? So sieht es ein bisschen langweilig aus. Ich glaube, das peppt das Ganze so ein bisschen auf. Hm, drehen einmal bitte. Ja, ist noch nicht ganz, ne? Jetzt. Ich muss auch, ich darf auch nicht vergessen hier. Das Problem ist halt, ich esse jetzt nichts und gucke da gar nicht drauf. Und wahrscheinlich kriege ich gleich zu hören, du hast Hunger, Junge, du hast Hunger. Ah ne, warte mal, damit schalte ich durch. Ja, Mann, lass das doch mal so. Warum drücke ich hier? Ich drücke dann immer eher noch dazu, dann verstehe ich mal den Winkel. Ist ja voll... Ach, jetzt geht's doch. Ja, hier ist doof. Okay. Auf einmal geht's. Vielleicht hatte ich irgendwie einen falschen Winkel eben eingestellt. Schauen wir mal. Wie ist denn das jetzt hier? Jetzt geht's hier wahrscheinlich nicht mehr, weil ich die Dinger da eingestellt habe. Das könnte sein. Nee, hier kriegt das irgendwie nicht ran. Doch, jetzt ja. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt habe ich das irgendwo... Ach, hier drinne. Das wird bei dem anderen Ding auch so sein. Hier habe ich doch irgendwo was hingeknallt. Und ich wusste nicht mal wohin. Hm, sehe ich nicht mehr. Schade. So, dann machen wir die Dinger wieder weg. Und dann mache ich lieber das dahin. Ja. Ich glaube, das ist ganz nett. Ich glaube, das kann man so machen. Ja, da könnten hier noch Fackeln ran und all so ein Kram. Also das kann man sich noch richtig nett machen. Gut, jetzt wäre eigentlich hier die Decke fällig. Da muss ich auch mal gucken, weil irgendwo... Irgendwo muss ja... Muss ja ein Aufgang hin. Da weiß ich noch nicht, ob ich das mitten im Raum mache. Da steht natürlich dann die Stufen immer im Weg.
Oder ob ich es irgendwann eine Seite mache, aber sieht auch vielleicht wieder nicht so gut aus. Ja, da müssen wir mal schauen, ne? Wie ich das mache, ich weiß noch nicht. Da werde ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen müssen. Beziehungsweise vielleicht ergibt sie das gleich, müssen wir mal sehen. Ja, und obenrum dann halt aus Holz. Dass sich das so ein bisschen auflockert. Nicht alles aus Stein ist. Man sieht das aus wie ein Olamaya-Tempel hier. Und da, oh, ach, endlich. Endlich. Hä, wieso passt das hier so komisch? Hä? Moment mal. Das kann nicht sein. Moment mal. Das muss doch alles. Das muss doch gleich sein. Bam. Da bin ich doch irgendwo mal falsch abgebogen hier. Ja, da habe ich irgendwas. Da habe ich Blödsinn gemacht. Da hat der Captain Blödsinn gemacht. Also wie immer. Alles wie immer. Alles in Ordnung. Der Captain hat nur Blödsinn gemacht. Habe ich schon gesagt, dass es mit dieser Sicht wirklich sehr gut ist. Weil sonst würde ich jetzt irgendwo da unten Dings und dann irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, hier irgendwie. Na gut, so geht's auch, aber. Würde ich da irgendwie rumfriemeln und das wäre schwierig und. Schwierig ist doof. Ah, ich höre es gerade. Ich habe Hunger. I need something to eat. Ich weiß. Ich glaube, ich muss erstmal irgendwas. Oh, siehst du, der sitzt falsch. Irgendwie so war es eben wahrscheinlich. Soll ich mal gucken. Ist das mittig? Ich weiß es nicht. So, ich brauche aber zu essen. Das ist viel wichtiger. Was habe ich noch nicht? Haben wir was dabei? Ich glaube nicht. Was hat er denn eigentlich hier? Ja, das Snack geht mal weg. Ist das gut? Krass, das haut das hier richtig hoch. Interessiert? Hm, genau, hau rauf. Interessiert mein Magen aber herzlich wenig. Ich muss mal in der Kiste gucken für Pflanzen. Da könnte auch einiges sein, was... Oh, warte mal, hier, da. Ja, guck mal hier. Die snacken wir mal weg. Kann man die grillen? Ich glaube nicht. Nee, hier diese Ghostfire-Eis, die kann ich grillen. Da mache ich garantiert nicht. Ich glaube, die Dinger geben mehr Flüssigkeit als alles andere, ne? Oh, die müssen auch weg. Die müssen ganz dringend weg. Ja, bringt nicht viel, aber... Naja, der Mensch freut sich. So, und es ist wieder Ruhe. Mein geistiger Zustand geht gerade runter. Ich muss bald ins Bett. Ja. Und hier, das Ding hier. Ich vergesse mal, wie es heißt. Warte mal. Da, das hier. Digestive Power and Physics. Das geht gerade runter. Jetzt geht's wieder hoch, aber das ist immer das Ding. Wenn du irgendwie sowas hier machst, erstmal einen Plan bist und machen und dann denkt man da mal ganz schnell gar nicht dran. Und auf einmal ist das im Keller. So, hier. Das muss da jetzt irgendwie ran. Das könnte ziemlich mächtig werden. Da ran, bitte. Da... Ja, so, ne? So könnte man das machen. So, dann kommt man hier hoch. Und hier oben wird dann aus Holz gebastelt. Gefrickelt und gefriemelt. So, ich glaube, ich habe schon was aus Holz dabei. Hat er. So, da haben wir einmal Plank Door. Plank Roof. Naja, und dann das Dach und so weiter und so fort. Wo sind die Wände? Plank Wall. Okay. Ich würde gern einmal rumgehen können. Zwei Platten lasse ich mir nicht. Dann wird das Ganze hier zu klein. Nee, komm. Also ich mache jetzt einfach erstmal komplett rum und dann schauen wir gleich, wo kommen Türen, Fenster. Hast nicht gesehen. Hin. Oh. Wie viele Planken habe ich eigentlich? 40. 4 pro Dings? Ja, das wird knapp. I have to sleep. Ja, das hast du wirklich, weil deine... Habe ich jetzt alle Dinger schon verbraucht? Nein, ich habe abgebrochen, ne? Doch. Ah ne, mir fehlen die Wooden Sticks. Ah. Wooden Sticks. Na, mal gucken. Und oben wird es dann auch so ein bisschen... Naja, das wird schon noch. Gut, dann würde ich sagen, wir pennen eine Runde. Wie spät ist es? Ich sehe es gerade nicht. Waking up at this moment full... Ach, das ist ja witzig. Ja, dann machen wir das einmal.
Das ist aber zappenduster, Junge. Ja, kannst du gleich wieder hinlegen. Kannst dich gleich wieder hier hinlegen. Komm, 6 Uhr. Steh mal um 6 Uhr auf. Haben wir mega viel Schlaf. Ja, sehr gut. Oh. So, was machen meine Pflänzchen eigentlich? Hier habe ich alles weggenommen. Ich glaube, es gibt nur noch das hier. Manchmal bleibt da was liegen von dem Zeug, ne? Wie ist mit Wasser? Wasser habt ihr noch. Gut, dann lassen wir das erstmal da. Und dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Dann machen wir da weiter. So, ah ja, Wooden Sticks. Da war ja was. Wooden Sticks. Die kann ich hier machen. Ja. Ja, mach mal 54. Passt. Haben wir erstmal Ruhe. Und ich muss was essen. Weil ich hab nichts mehr. Aber ich werde irgendwie ja, ein paar Hühner jagen müssen. So leid es mir tut, aber das Fleisch von denen bringt schon ganz gut Energie. So. Bam, bam, bam. Hier, die Wall. Wieder alle, was ist denn jetzt los? Wir sind die Planken alle. Ach, wieder durch. Was ist immer, ne? Ja, die ist aber auch schlimm. Es ist aber auch schlimm. Spiel wird gesaved, das ist sehr schön. Ja, es sieht noch nicht, es sieht schon schlecht aus. Oben sieht halt ein bisschen plump aus, das kommt ja noch. Wenn da Fenster reinkommen, dann wird hier auch so ein Überstand gemacht. Da kommt ein Dach drauf. Und dann wird das schon, das wird schon. So, ich brauche Planken. Planken, hier. Ich habe zum Glück ganz wenig Holz, nur. So, machen wir fertig. Jetzt habe ich mal ein Stack. Plus 4. Ja, das reicht erstmal. Zumindest, um das da oben fertig zu kriegen. Ziemlich helles Holz, ne? Bisschen dunkler wäre cool. Vielleicht färbt das ja noch nach. Ich glaube nicht. Okay. Bam, bam, bam. Da haben wir das. So, jetzt brauche ich eine Tür. Das ist natürlich mittig. Ganz schwierig. Mache ich da auch eine Doppeltür? Gibt es die überhaupt mit Holz? Gibt es eine Tür? Eine Doppeltür. Plankstairs. Ich glaube, die gibt es gar nicht, wa? Jippet nicht. Gibt nur die Tür. Dann ist mir der Symmetrie so ein bisschen doof. Dann hätte ich das einen breiter machen müssen. Muss ich jetzt mit leben. Also wenn ich die hier reinballe, habe ich da 3, da habe ich 4. Oder ich mache 2 Türen nebeneinander. Oder hier eine Tür und da eine Tür, was total bekloppt ist, aber irgendwie so für den Seelenfrieden. Mal gucken. Wird es wahrscheinlich so werden. Ach Gott. Captain, was hast du da wieder gemacht? So, okay. Plankton, wie rum? Ist bei denen, ist das egal eigentlich? So, dann kriegst du noch so eine halbe Wand oben rauf. Ja, ist halt wie es ist, ne? Kannst nichts machen. Gut, Fenster. Wie sieht's denn mit Fenstern aus? Wie viele Fenster machen wir da? So, einmal Demolish hier. 1. Da. Und in der Mitte Doppelfenster. Machen wir das so? Kann man machen. Kann man machen. Ist ein bisschen ungünstig. Ich finde, das wäre besser, wenn du einfach sagst, jo, Fenster rein. Und der schneidet das Stück außen gut ist. Mit diesen halben Wänden ist so ein bisschen... Ah, gut. Dann machen wir hier. Hier. Und da ein Fenster. Fangen wir erstmal mit den... Fange ich mit den Fenstern an oder mache ich einmal... Na komm, knall mal die Fenster rein. Ja, guck mal, da geht's nämlich schon los. Nee, fang mal lieber mit den Wänden an. Das wird so nix. So wird das Käse. Okay, einmal zusammenschränken, das Ding.
Was natürlich auch cool wäre, wenn er erkennen würde, da sind zwei Fenster nebeneinander. Weil er dann Großes draus macht, ne? Das wäre natürlich auch ganz nett, aber okay. Naja. Und wenn, das kann ja noch alles kommen. Das ist ja schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Und das kann ich wirklich gut. So, okay. Ach, da kann ich hier oben auch gleich reinmachen. Wenn ich schon mal dabei bin. Dann machen wir das da oben auch mal rein. Jawohl, ja, ja. Ganz wunderbar. So, zack, zack. Nun ist was alle. Was ist denn gerade alle? Was haben wir denn nicht? Was fehlt uns? Wooden Sticks. Ja, da holen wir doch ein paar. Und am besten auch gleich ein paar Planken machen. Was ist das nächste, was alle ist? Ich sehe nichts. So, hier machen wir. Nein, nein, nein. Die Schuhe nicht. Wobei, ich könnte sie mal. Wie Marken? Nix Marken hier. Da brauche ich nicht. Du sollst das wegmachen, Junge. Ah, jetzt macht er das. So, das reicht uns erstmal. Ja, du willst ja schon viel. Was habe ich denn da oben gemacht? Jetzt ist das mit der Tür da unten nicht symmetrisch. Das geht gar nicht. Zwei Türen nebeneinander. Das ist auch total bekloppt. Ich dreh durch. Also ich kann sowas nicht, ne? Ich könnte jetzt sagen, eine Tür, komm, egal. Ich hätte es ein breiter machen müssen, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, wa? Ich lebe einfach damit, wie es ist, glaube ich. Vielleicht mache ich doch dann eine Tür. Dann ist es ja eh egal, wenn das eh schon unsymmetrisch wird. Tut mir leid für die ganzen Monks unter euch, aber... Das kann sich ändern. Mir schmerzt das auch ein wenig, aber... Ist halt, wie es ist. So, rein damit. Komm, pack das rein. Ja, da muss ich mal überlegen. Vielleicht mache ich nur eine Tür und dann... Wenn unten schon so wenig Licht ist, ne? Vielleicht baue ich unten noch Fenster ein. Muss ich mal gucken. Könnte ich auch aus Holz machen. Eigentlich spricht ja gar nichts dagegen, oder? Naja, das hast du gut gemacht. Da will ich mal kurz... Das machen wir eben noch. Aber die Folge wird schon wieder viel zu lang. Captain, du machst mal viel zu lange Folgen. Das geht so nicht. Das will ich mal kurz ausprobieren. Wir nehmen die Wand mal weg. Gut. Könnte schwierig werden. Okay, also... Stein. Machen wir eine Steinwand? Ja. Oh, das ist ein bisschen doof jetzt mit der Perspektive. Warte mal. Ich möchte gerne wieder unten rein. Okay. Ja, dann da rein. Okay. Dann kommt das Holzfenster rein. Lass doch mal die Perspektive, Mensch. So, und jetzt will ich mal was ausprobieren, ob das optisch wirkt. Weil das sieht doch so ein bisschen doof aus mit oben und unten offen. Ich habe schon wieder Hunger, ich drehe durch. Ja, ich jag gleich Hühnchen. Das Ding. Aber bitte mach das da unten ran. Hallo. Da rein, Junge. Warum machst du das nicht? Ah, das macht er nicht. Das macht er nicht. Warum nicht? Ich kann... die Kürze, Länge... Genau da soll's rein. Aber ich kann das auch auf Free machen. Ah. Ja, und dann rutscht er runter. Warum machst du mich eigentlich so weit weg hier? Was soll das? Ja, genau. Wenn ich das von der anderen Seite versuche? Hallo, ich möchte mal von innen gucken, danke. Das ist ja schade. Warte mal, vielleicht funktioniert es aber. Nee, Christian. Warte mal, da war es eben. Also ist wirklich fummelig. Direkt da drauf zeigen vielleicht? Nee. Naja, das muss dann schon. Das muss dann schon aus Holz sein. Das fällt gar nicht auf hier.
Versuchen wir es nochmal aus Holz. Aus Holz. Mach's aus Holz. Ja, da ist es, genau. Immer diesen Perspektivenwechsel, ne? Da finde ich das nicht so gut. Yes. So, und jetzt das andere Ding noch. Ja, oder? Oder? Ich finde das ganz cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich finde es... Ich hänge hier gerade fest. Ja, kann man machen. Also hebt sich ein bisschen ab, optisch. Wobei, so richtig wie Holz sieht es halt auch nicht mehr aus. Ne? So ein bisschen... Vielleicht nehme ich auch die richtigen Holzdinger. Warte mal, das machen wir eben noch. Ach man, die Folge wird immer länger. Und ich bin hier gleich am Sterben. ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Die ganz normalen Holzdinger. Das sieht vielleicht ein bisschen mehr holziger aus. Da, Wood. Wooden Beam. Ja, mach mal Wooden Beam hin. Achso, die sind ganz klein. Ach nee, Quatsch, sind die gar nicht. Ich habe den nur falsch angesetzt. Na gut, der ist gar nicht groß genug. Also die anderen sind einfach größer. Ja, das war mal, hat er da zwei reingesetzt? Da hat er noch reingesetzt. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das eben fandet. Ob euch das gefallen hat. Ich muss was zu essen holen. Sonst bin ich hier gleich, klappe ich hier gleich ab. Schreibt mal rein, würde mich mal interessieren. Ich finde, das hebt sich ein bisschen ab. Könnt ihr auch aus anderem Material machen. Genau, nächste Folge werden wir irgendwas machen, ein bisschen Abenteuer. Vielleicht die Combined Tools One Quest und dann gucken, was noch kommt. Und ein bisschen weiter am Haus basteln, ne? Mal so ein bisschen halb und halb. Lasst euch überraschen, wie ich das mache. Ich lasse mich überraschen, ob ihr reinschaut. Würde mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao. So, Hühner, wo seid ihr?